Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Corekeeper. Und einen Abo und einen Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, zu denen ihr dazu entscheiden solltet. Wir gehen zum Tempel der drei, keine Ahnung was, Supermonster. Und dann gehen wir zum Superschleim. Yay. Muss mich vorbereiten, von Cessian teleportiert. Tempel der drei Supermonster, wer kennt die nicht? Pew, pew. Oh. Ich meine, ich kann nicht one-hitten, ne? Mit meinem Bogen. Ich fällt mir gerade auf, wie blöd PvP eigentlich ist mit den HP-Werten, die wir so haben. Weil wenn ich einen 7000er Schaden raushaue, wie willst du das denn überleben? Geht ja gar nicht, das ist ein Shot und du bist tot. Das PvP ist sehr sinnlos in dem Spiel. Ja, das ist bei den Spielen immer so. Wie er einfach den ganzen Tempel zerstört hat. Ich hab den direktesten Weg gesucht. Aua, aua, aua. Dein direkter Weg ist irgendwie kacke. Ich bin die ganze Zeit aua. Noch mehr aua. Nur aua kriegt man hier bei dir auf deinem direkten Weg, ey. Ich lese gleich alles vor, wenn ich alles reingemacht habe. Nummer 2. Und Nummer 3. So, jetzt habe ich gelesen. Wir haben erstmal antike Goldmünzen bekommen, die sind wertvoll. Septumring haben wir wieder bekommen. Wir haben Gottgesandter König Brustpanzer, 50 maximale Gesundheit, 27 Rüstung, plus 9,6 Schaden, plus 6% höhere Chance, Asios Seelenkraft auszulösen. Beim dreiteiligen Set gibt es 85% längere Sprintdauer. So, und dann gibt es noch die anderen Teile von dem Set. Moment, ich leg die mal hier untereinander. Die Maske, das ist hier Brustpanzer. Okay. Die Maske hat 38 Max Gesundheit, 19 Rüstung, 8,4 Schaden, 4% höhere Chance, ihre AK-Seelenkraft auszulösen. Und die Beinrüstung hat 46 maximale Gesundheit, 23 Rüstung, 9% Schaden und 3% höhere Chance, Omorovs Seelenkraft auszulösen. Dann haben wir eine goldene Qualle bekommen, polierte Goldkristallhalskette für Magieschaden, 19% und 20,1% Unterlingsschaden. Das wäre die andere, die ich hier hätte machen können. Ist aber Gegenstandsstufe 13 noch. Nobler Ring, 37 maximale Gesundheit und 20% bei Heilung durch Gesundheit über Zeitregeneration. Und das Dienergrab habe ich, glaube ich, irgendwo gerade eben im Tempel aufgesammelt. Verhüllte Klinge, 9% kritische Trefferchance, aber kann in der zweiten Hand getragen werden. Und wir haben noch Aseos Sprintfeder, aber die kennen wir ja schon. 4,6% Bewegungsgeschwindigkeit und Flitze nach vorne mit 260% Bewegungsgeschwindigkeit. Das waren alle Items, die wir hier rausbekommen haben. Ah, das waren alle. Aber die Kisten jetzt mitnehmen? Ja. Das sind noch hübsche Kisten. Und die gibt es noch dreimal im Spiel. Wartest du mal auf mich? So, jetzt können wir losgehen. Zum Schleim. Auf zum Schleim! Auch wieder durchs Labyrinth, oh nee. Bin ausgewichen. Na 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 na. La la la. Da 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 da. Zum letzten Boss in dem Spiel. Da gehen wir jetzt hin. Zum letzten Boss im Spiel. Da, da, da. Letzte Überlebende. Danach haben wir sie alle ausgerottet. Und die Hydras respawnen ja sofort.
Der Wurm, glaube ich, auch, ne? Der atlantische Wurm. Ja. Alle Würmer respawnen irgendwie sofort. Was hier? Oh, oh. Ich glaube, Text wird geöffnet. Nee. Muss noch eins weiter. Oh, man kann chatten. Mhm. Weiß noch nicht wie. Komisch V oder sowas, oder keine Ahnung. Okay. Ja, wie ich da aus Versehen drauf gekommen bin. Aua, aua, aua. So. Ich höre ihn schon bumsen. Hör bitte was? Der bumsen. Der bumst doch hier rum. Warte dann auf dich. Ah, ich sehe ihn. Und wo kommst du von links? Ich gehe sogar über den Weg, den ich gebohrt habe. Ich sehe den nicht. Du bist auf dem richtigen Pfad auf jeden Fall. Ah, da ist rüber und der nach unten. Unten. Unten rechts. Rechts lang. Da ist durchgebohrt. Und dann bist du direkt bei mir. Sieht meine Labyrinthblöcke, dass ich hier war. So, da oben ist er. Traust du dich? Ja. Bist du der Zest, der sich was traut? Geht eh auf dich, Arthur, weil du das Host bist. Das Schöne ist, dass Feuer mir nichts anhaben kann gerade. Fliegen Bälle auf mich. Mhm. Oh ne, da heilt er sich damit. Mit den Bällen. Oh nee. Doch. Guter. Gibt nichts, wenn wir uns als Boss nicht heilen. Nächste Phase. Oh, das ist ganz schön viel Schaden. Das war auch ein würdiger Endboss. Nichts Besonderes, außer die Flamsuka. Die hier. Die normale Seite. Die Flamsuka. Oh. Damit kann ich dir wehtun. Da können wir sogar Blöcke abbauen. Gut, der kann bessere Sachen droppen, glaube ich, aber wir haben halt Pech gehabt. War irgendwie Kristalle und irgendwelches Erz und ja, das Ding. Das war's. Mehr war da nicht drin. Das ist ein bisschen schlechter, ein bisschen wenig. Aber hier müsste auch noch ein Teleporter in der Nähe sein, oder? Das meinst du? Ja, neben jedem Boss ist ja irgendwie ein Teleporter. Der Tipp aus den Kommentaren ist super mit der Hacke, dass man damit den Schleim aufsammeln kann, ne? Viel zu spät erst gemerkt. Weil bei den anderen Schleimen war es auch immer ein bisschen weiter weg. Gibt es hier irgendwo einen offiziellen Eingang rein?
Oder muss man sich hier reinbuddeln? Es gibt keinen natürlich generierten Eingang hier rein. Das ist krass. Das hier unten so ein bisschen. Kiste mit Goldbarren und wieder in so einer Handscheide. Und auch welchen Tränken. Und du meinst jetzt nicht da unten, wo ich reingegangen bin? Nee. Okay. Ich folge gerade mehr oder minder noch einem Weg, aber der Teleporter sieht hier nicht so aus. Müsste halt auch hier einen Teleporter geben. Beim anderen Stein ist der auch relativ weit weg vom Boss. Also. Hier ist es halt nur nervig, weil. Konterblöcke vom Boss entfernt ist halt ziemlich weit weg. Und das dauert ein bisschen dahin zu kommen dann. Und hier ist zum Beispiel schon ein guter Anhaltspunkt, weil hier ist sehr viel Schleimboden, sehr viele gegnerische Schleime. Könnte. So außen rum mäßig. Ist durchaus möglich. Beim offiziellen Eingang in diesen Vulkan. Wo auch immer der ist. Oder das Spiel das denkt, dass das der Eingang ist. Es reicht ja, wenn einer von uns beiden ihn findet. Dann ist er aber beide aufgedeckt. Noch eine Kiste mit irgendwelchen mechanischen Teilen und Wolle und irgendwelchen Tränken. Die Kisten sind echt, die werden immer schlechter, ne? Und so weiter man kommt im Spiel, desto schlechter werden diese Kisten einfach. Ja. Alter, sind das wieder Schleime hier. Uff.
Fernkampf wohl auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gelevelt. Er tötet einfach 50 Feinde und levelt kein einziges Level auf. Ist ein schlimmerer Grind als in einem MMO, ey. Aber stimmt, das Fernkampf-Level ist ja glaube ich auch ein bisschen kaputt. Statt dass wir nach Schaden gehen, das geht's aber irgendwie auch nicht. Ich glaube nur, das Einzige, was funktioniert im Spiel, wirklich ist Nahkampf. 1.0, by the way. Ha? 1.0, by the way, nichts funktioniert. Mhm. Ach, seh dich da draußen. Das hier könnte ein Eingang sein. Ja, hier bin ich auch schon gewesen, aber noch nicht hier oben. Nach rechts, glaube ich, hier war ich noch nicht. Geht aber auch nur wieder im Kreis hier. Hier geht's auch noch nach oben. Vielleicht geht's da noch zum Teleporter. Wer weiß das schon. Aber vielleicht gibt's bei dem wirklich keinen Teleporter. Wäre aber komisch. Alle Bosse hatten ja irgendwie einen. Ja, außer der Endboss. Der hatte keinen Teleporter. Also sonst hatten alle Bosse, die einen Teleporter haben können, hatten einen Teleporter. Aber der Endboss hätte einen haben können, der ist ja stationär. Die Würmer haben natürlich keinen, weil ich meine, das geht ja nicht. Oh, hab einen. Braucht eine Sekunde zum Aufladen, okay. Jetzt. Ah, ist das da der Eingang. Ein bisschen dauern, bis ich da oben bin. So, auf zur Base. Uiuiuiui. Ganzen neuen Ausrüstungsgegenstände habe ich jetzt auch wieder hier reingepackt. So. Ich meine, ich habe schon seit Ewigkeiten, ist es immer wieder, ich loote das zwar alles, aber ich brauche davon gar nichts. Also, ich jetzt immer alles nur in die Truhe. Seit Ewigkeiten ist ja schon so. Ja. Das sagt auch viel über das Spiel aus. Seit Ewigkeiten habe ich nichts mehr, was mir irgendwie. Hat halt im Late Game richtig hart nachgelassen. Oh. Seit Ewigkeiten kein Loot mehr, der mich irgendwie interessiert oder. Pschau. Ich meine, so ein bisschen hat Terraria auch das Problem, dass du im Late Game dann auch nicht mehr so viele interessante Items hast. Aber auf dem Weg dahin hast du viel mehr interessante Items. Also. Hier hattest du halt so, keine Ahnung, gefühlt, wenn es hier zwei interessante Items gab, gab es in Terraria sechs. Also, so dreimal mehr interessante Items gefühlt. Ja. Das meiste ist eher so, ja. Der Dash ist halt einfach das beste Item. Der Dash ist einfach mega. Wofür brauchst du noch was anderes? Ein Sprint, ja, wofür denn? Pff. Bisschen Boost von irgendwelchen Werten, ja, wofür denn? Dash! Dann kannst du ausweichen und alles. Hast du dann deine Dark Souls Ausweichrolle? Oh. Ich werde das den Leuten überlassen dann. Ob ich noch weiterspiele. Ob ich hier noch ein bisschen was baue oder so. Keine Ahnung. Aber das wird auch nicht mehr so lange sein dann. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie in die Kommentare schreibt, von wegen, wow. Potato, du musst das unbedingt weiterspielen. Dann wird es auch nicht mehr so lange sein. Guck mal kurz, wie viel wir von dem Erz haben. Ich habe aber schon Angst, dass gleich wieder alles kaputt ist hier unten. Ja. Die dicken Würmer machen auch kaputt übrigens, wenn sie drüber fahren. Okay. So wie der Wurm das gerade gemacht hat. Ist hier alles noch ganz? Ja, noch ist alles ganz.
Ach, schnell weg. Und schon wieder ein fetter Wurm auf mich zugerollt, gerade während ich wieder am Teleportieren bin. Hoffentlich macht ihr die Base jetzt nicht kaputt, da unten. Ja, 211 Barren habe ich dabei. Immerhin 211, besser als gar nichts. Ja, wir haben halt super wenig Solarit. Aber, puh. Ist auch nicht so wichtig. Das ist halt alles irgendwie nicht mehr so wichtig. Ich meine, wir können natürlich alles noch upgraden auf 19, aber ja. Die wichtigsten Sachen habe ich auf 19. Ein Ring, mein Halsschmuck. Einen normalen Ring könnte auf 19, aber die Waffe ist halt auf 19, der Bohrer ist auf 19. Ja, das war das Wichtigste. Wichtigeres gibt's nicht. Ja, wir sind ziemlich durch mit dem Spiel eigentlich. Level 100 Laufen, Level 100 Bergbau, Level 100 Gärtnern, Level 100 Angeln, Level 90 Vitalität bin ich jetzt, Level 88 Fernkampf, Level 84 Fertigung. Ich meine, ich kann Fertigung gerne auch eben kurz auf Level 100 bringen. Ich nehme mir einfach die Tausende von Erdblöcke hier raus und craft die ganze Zeit Öfen. Ja, okay, gut. Level fehlen mir noch überall einiges. Außer Laufen habe ich jetzt 3. Ich hatte jetzt einfach die Maus hier gedrückt und dann habe ich gleich Level 100. Aber die Level machen es halt auch nicht mehr so dick. Wie es bei uns läuft, wir haben gerade den letzten Boss, der uns auch fehlte, besiegt und ja. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Ich finde es schade, dass es irgendwie... Weißt du, was ich schade finde? Das Crafting finde ich schade. Ich finde, dass es nicht mehr Möglichkeiten gibt, seine Ausrüstung zu verbessern oder sowas, wo du Sachen reinstecken kannst, Ressourcen. Mhm. Die sich wirklich lohnen. Ich hab kein Endgame. So, das Endgame ist ein Boss-Rush und das war's dann. Ja. Dann ist vorbei. Wir sind nur von Boss zu Boss gelaufen, haben unsere Sachen mit den neuen Erzen immer geupgradet und ja, das war's. Gibt nichts, auf das wir hinarbeiten noch, so. Wir wollten einfach nur jeden Boss töten. Gibt ja nichts. Wie gesagt, es gibt halt einfach nichts, was man noch tun könnte. Wir können natürlich, ja, wir können überall Bohrer dran packen. Da haben wir mehr Erz, was wir nicht brauchen. Ja. Ich meine auch, von all den Sachen, die ich gerade equipped habe, ist, glaube ich, nichts später als das Meeresgebiet. Hm. Außer die Galaxie-Schaufel und der Hammer, ja, okay. Aber. Und der Bohrer, der ist seit Arceus der Bohrer. Also, und der Bohrer ist der beste Bohrer im Spiel. Ja. Also, es gibt nichts Besseres. Ich bin mal gespannt, ob sie dann irgendwie noch ein bisschen was rumreißen können mit Updates. Ja, ich hoffe, sie überarbeiten die Gebiete auf jeden Fall nochmal. Auch wenn es schwer wird, weil die ja gesagt haben, dass wir die Welt behalten dürfen, ne? Mhm. Ja, vielleicht packen sie jetzt schneller neue, coole Biome hinzu. Ich meine, wenn das Meeresbiom ein bisschen kacke ist, dann okay, aber dann machen sie ein neues Biom hinter die Passage und dann sieht das geil aus und hat viel, viel Abwehrreaktion und so, dann wäre es dabei auch schon gut. Neue, interessante Biome. Ich meine, das Crafting-System ist halt sehr rudimentär, ne? Ja. Das dürften sie auch gerne mal überarbeiten. Dass du einfach 50.000 Werkbänke hast, die alle immer nur 6 Items craften. Mm. Ja, und dann... Ja, so viel kannst du nicht craften. Ich meine, der Raum ist ja nur Crafting eigentlich. Ja. Das ist er wohl, ja. Davon 1.500 Öfen gleich. Ich sehe es hier durch. Mein Gott. Aber mit Öfen wird das wohl nicht durchgezogen werden können. Ich habe schon sehr viel Erde verbraucht. Und 2 oder 3 Stacks Erde weg. Das war der eigentliche Plan, alles abzubauen, damit ich hier Crafting leveln kann. Verstehe. Mhm. Einfach 3 Millionen Öfen bauen. Alles. Den habe ich dann mal gemacht, auch wenn er echt ätzend war. Wir müssen halt noch ein zweites Mal machen, aber haben wir auch keine Lust.
So, 1999 Öfen. Wo bist du, Händler? Ich hab Öfen für dich. Ich weiß, dass du Öfen magst. Hier. Frag mich, wenn er den Urschleim wieder beschwört, ob der dann direkt vor einem auftaucht und loslegt oder irgendwo auf seiner Bahn. Ich nehme an, wir müssen den Spawner von ihm finden. Ah, wahrscheinlich. Irgendwo in der Passage wird ein Spawner sein. Ja, have fun, diesen Riesenweg zu laufen. Ja. Vor allem, wir haben halt nur diesen Teil da aufgedeckt und er kann halt einmal komplett außenrum sein. Ja. Einmal komplett. Ja. Ei. Vielleicht würde er uns den Spawner anzeigen, wenn wir jetzt den Scanner nutzen würden. Das kann sein, aber... Ja. So, Fertigung Level 90 bin ich jetzt. Ich habe jetzt eine 30% Chance auf Halt einer polierten Version eines Gegenstands. Yay. Aber will ich das jetzt echt noch auf Level 100 bringen? Ich glaube nicht. Level 90 reicht mir. Ah, 1061 Leben, damit schießen wir quasi ab. Oh. Wenn die Leute halt, wie gesagt, noch Bock haben, dass ich hier, weiß ich nicht, nochmal alles schön baue, nochmal schöner baue, mit Galaxietböden und so Sachen, kann ich das natürlich gerne machen, aber... Ja. Müssen Leute halt in die Kommentare schreiben, ne? Ob sie das wollen. Und das ist dann auch noch einige Monate hin, bis dann Leute da, also Monate, Wochen hin, bis Leute das in Kommentare schreiben können, weil dieser Party kommt, glaube ich, erst in 5 Wochen auf YouTube. Ja, das wird ein bisschen dauern. Ja. Aber wir haben schon 46 Slimes. Ja, habe ich auch gesehen. Und es hat gerade der rechte Kran gewonnen. Oh nein. Das heißt, wir müssen eintrinken. Da ist nichts da, sonst würde ich das jetzt machen, aber. Ich muss echt sagen, die erste Hälfte des Spiels war echt besser als die zweite Hälfte. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn das vielleicht fies klingt, aber... Ja. Auch vor der Mauer war sehr viel besser als nach der Mauer. Hasios war auch noch okay. Mehr war auch noch in Ordnung, aber danach ist halt mehr. Die Gebiete hatten halt gar nichts mehr. Ja. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Rüstung hier, aber die will ja eh keiner haben, oder? Hast du das alles mal angeguckt, ob du davon auch was brauchst? Wahrscheinlich, ne? Oh. Vielleicht irgendwann die grimme Kleidung, wenn ich wirklich sagen will, ich gehe Hybrid oder so, aber brauchst halt auch nur ein Set von. Ja, deswegen gucke ich mir das an, wo die grimme Sachen sind, pack die raus. Minenarbeitshose packe ich raus, da habe ich einmal ein grimme Set, habe ich komplett. Weil die haben wir irgendwo noch ein Beschwörung. Die gottgesandten Sachen sind besonders, deswegen nehme ich sie raus. Polierte Goldkristalle als Kette kann ich dir auch craften. Minenarbeiteranzug, da haben wir auch die Hosen. Hat man Mining Set, schwarze Halskette für Bergbauschaden. Wir haben hier einfach einen Morpher-Scanner in der Kiste doch liegen. Was haben wir? Ein Morpher-Scanner. Ja, ja. Weil wir ihn da gefunden hatten. Ach so. Ja. Oh, Weißglasring brauchen wir, glaube ich, nicht. Kann auf jeden Fall weg. Holzring kann weg. Magnetring kann weg. Ivisring kann weg, auch wenn es Fernkampf ist, aber... Also richtig viele Beschwörungs-Items gab es auch nicht, nur Rüstungszellen, ne? Also so waffenmäßig gab es für Beschwörer echt wenig. Ja, die Waffen sind ja diese Beschwörungsbücher, oder nicht? Ja, aber davon gab es halt wenig. Ja, keine Ahnung, gab es schon ein paar. Ich habe vielleicht nur 3 verschiedene davon mitbekommen. Weil ich will jetzt den ganzen Spaß zerlegen, um einfach noch ein bisschen Ressourcen daraus zu holen. Zitrasring. Nee. Nee, ist einfach Müll. Mein Müll ist ein bisschen fies ausgedrückt. Aber es ist halt einfach nicht, das brauchen wir nicht. Von uns braucht das keiner. Tja.
Damit haben wir auch wieder Solarit jetzt. Yay. Gar nicht so wenig, 147. Oh nice. Aber die Bohrer sollen ja auch wieder Solarit ordentlich reinbringen. Und vor allem ging das auch, glaube ich, relativ schnell zu farmen. Mhm. Aber naja. Mal gucken, ob wir es überhaupt jemals brauchen. Ja. Nochmal ein Part machen, um alles aus Solarit zu bauen. Mhm. Fühle ich ja irgendwie nicht so. Kann man Wände aus Pandorium machen? Aber nicht. Das ist die ultimative Flex. Recht nach. Das ist gerade nicht. An der Werkbank nicht? Nee, nee. Das müsstest du beim Händler oben machen. Also bei den Crafting-Bank oben. Der kann das nicht. So, dann gibt's das nicht. Er kann höchstens beschmierte Steinsäulen. Hm, was sind das, die Dinger? Ah, dafür brauchst du kein Pandorium. Hm. Das sind nur Steinblöcke, versteinerte Muscheln und das Zytoplasma. Hm. Ich habe aus Versehen das Item kaputt gemacht, was, Dingens, wo man die Karten für braucht. Naja. Oh nein. Ja. Passiert. Werden wir das nie haben, weil wenn ich nur 4 Schwitter zurückbekommen habe. Ah, nee, ich habe das ist immer noch hier. Ich habe 4 von diesen Schwitter wiederbekommen. Von Kristallmeteorscherben. Der Faden des Schicksals ist noch hier. Hm. Dann kann man den wohl mehrmals farmen, irgendwie durch Zerstören von Items. Keine Ahnung. Interessant. Vielleicht die Hydra-Sachen oder so, oder die von dem Dings, von dem Endboss vermutlich. Mhm. Weil der gleiche Stein ist, die Steine drumherum haben diese Dinger gegeben. Kann man jetzt eigentlich nochmal mit dem Chor reden? Statt dann geht nur die Katze wieder los. Ach ja, ich sollte meine Freunde holen. Mhm. Ja. Er will einfach wieder in die Credits. Ja, leider ja. Ich meine, wir hatten ja auch Spaß in der Zeit, also so ist es ja nicht. Hat mir die rechte Seite gewonnen. Wir haben ja auch Spaß gehabt. War nicht alles schlecht. Aber ich meine, es spricht ja auch fürs Spiel, dass man sich am Ende mehr wünscht, als das, was da ist. Es spricht ja auch fürs Spiel irgendwie. Hatte so viel Spaß, dass man eigentlich mehr davon möchte. Vor allem vor der ersten Hälfte halt. Echt wieder viele Barren. Vor allem, was halt an der ersten Hälfte auch besser war, es hat sich halt der Spielstil immer ein bisschen geändert. In der zweiten Hälfte sind halt nur noch unsere Zahlen größer geworden. Ja, das ist richtig. Das ist wohl wahr. Klauen und einfach wegfahren. Stimmt, das wäre noch eine Amtshandlung.
Kräften. Wo bist du? Ich bin auf dem Lavaweg. Solltest du zu mir kommen? Glaub mir. Das olle Ding da ist doch totaler Müll, was du da fährst. Guck mal. Das ist totaler Müll, den du da fährst. Das ist mega. Guck mal, wie krass. Aber was viel Besseres für uns. Ich wette, das ist viel zu schnell. Los geht's! Hat das überhaupt Straßenzulassung? Nee. Illegal. Ah, ich brenne. So heiß. Ich kann mich schwer machen im Auto. Oh, stimmt, man kann nicht mal angreifen. Man kann nur hupen. Kann ich hier umfahren? Lass mich dich treffen. Ah, nee, umfahren geht nicht. Nee, nicht. Roadkill geht nicht. Ich meine, was mir auch so ein bisschen fehlt, ist einfach die Automation, ne? Das ist auch so eine Sache, die mir mega fehlt. Wir können zwar Drills bauen an diesen Dingern, aber wir können keine Züge bauen, die automatisch fahren zum Beispiel. Um dann Gegenstände in die Base zu fahren. Dass alles zur Base kommt, ja. So Dinge fehlen mir halt komplett in dem Spiel. Dass automatisch gelagert wird, auch sortiert wird. Mhm. Der ganze Automationspart fehlt da komplett im Spiel. Das ist irgendwie angefangen, aber nie beendet worden. Mhm. War kein Fokus drauf. Weil wenn jetzt, also es gibt Leute, die machen das mit dem automatischen Lagersystem, mit Einordnen und so Sachen, mit den, wie ich schon mal gezeigt habe, dass du in den Truhen halt immer ein Ding reinmachst, dass die voll ist. Ja. Yeah. Aber. Dann nimmst du das aus und sind raus und schwupp, alles im Arsch. Erstens nimmst du es dann raus, dann ist es alles im Arsch und zweitens. Ja. Das ist auch alles sehr groß, was sie dann bauen. Du hast dann halt deine Basis in der Mitte und drumherum sind überall Laufbänder und keine Ahnung, was damit das alles am Ende so aus, damit man es von innen nachher nicht so krass sieht. Aber im Endeffekt ist das riesengroß, was du da baust. Es gibt Monsterfarmen, die Leute gebaut haben, die bis zur Wand gehen quasi. Komplett das ganze Gebiet abgebaut und alles komplett gebaut mit Monsterfarmen. Und die machen auch richtig viel Drops. Aber was willst du mit diesen Drops denn da machen? Noch mehr Barren haben, mit denen du nichts anfangen kannst. Ja. Das ist ja das Problem. Ja, wir können upgraden, wir können jetzt Sachen upgraden, aber davon ab ist halt jetzt nicht mehr viel zu machen mit diesen Barren. Wir können Goldwände oder so bauen. Gibt es Goldwände? Ich glaube, es gibt nicht mal Goldwände. Ne, es gibt keine Goldwände. Was? Skandal. Mein Galaxieboden sieht hübsch aus, zumindest von seinem Icon her. Also, wäre, glaube ich, schon schön, das in der Base zu platzieren, die Galaxieböden. Hat schon was. Ja, habe ich 13 Böden. Wenn man die. Oha, Space. Sehen schon hübsch aus. Können wir schon machen. Aber, ja, dann platziert man die und dann hat man auch wieder die Base mit Galaxieböden und dann war es das auch schon wieder, ne? Dann gibt es auch wieder nichts mit Galaxie zu tun. Dann kommt ein Wurm und sprengt sie weg. Ja, man kann die Galaxie-Geschütztürme bauen, aber wofür? Es kommen ja eh keine Gegner, die uns angreifen. Das liegt daran, dass wir jetzt alles abgebaut haben, aber vorher kamen auch nicht viele Gegner, die uns irgendwie angegriffen hätten oder so. Ja, und wenn, dann war es Schleime. Ja. Ich meine, ich kann auch verstehen, warum es das nicht gibt, weil ich meine, einerseits wäre es natürlich cool, wenn es so Invading-Sachen gibt, dass umso weiter du im Spiel voranschreitest, dass härtere Gegner deine Base invaden, aber die können ja auch die Sache kaputt machen, die Base, und das ist halt scheiße. Ja. Dann fängt es auch gar nicht mehr an, schön zu bauen. Immerhin haben wir jetzt schön gebaut. Ja, als einzige. Vor allem, ja. Wenn es so Invasions gäbe, dann würde man sich halt auch immer an die Base ein bisschen ranbinden, wenn sowas passiert. Ja. Und das wird genauso nervig wie eine Abiotik. Ja. Das ist wohl wahr. Ich verstehe schon, warum es das dann nicht gibt, aber.
Und die Base spawnt hier auch trotzdem nur Schleim und sowas. Die haben ja nichts gemacht, also. Ja, man kann sich natürlich jetzt selber Ziele suchen, wie bei Minecraft, aber dafür ist es halt kein Minecraft. Also. Ja. Es ist halt nur 2D. Es ist zu limitiert. Oh, am Ende des Tages genau wie bei Terraria. Also, es gibt Leute, die bauen da wirklich richtig krasse Sachen und sowas, hübsch und so. Aber das Ding ist, ich bin da, habe einfach nicht so die Motivation dazu, in 2D-Spiel dann so extrem Zeit zu investieren. Mir reicht das schon, wie wir unsere Base jetzt haben. Ich meine, da haben wir verdammt viel Zeit investiert. Also, das hier alles auszubuddeln drumherum, war schon, das war ein Zeitinvestment. Das waren 20 Stunden oder so. Also wenn man unsere beide Zeit, wo wir zusammen gemacht haben, die 6 Stunden zusammenrechnet, so 12, plus die Zeit, die ich alleine gemacht habe, waren das über 20 Stunden. Also, das war schon echt heftig. Das war schon ganz schön nervig, ja. Aber hat sich auch gelohnt, sieht geil aus. Also wir haben eine schöne Base. Hat nicht jeder so eine schöne Base. Ich habe mit der viele schlimme Bases gesehen. Ja. Eieieiei. Ich meine, ist ja nicht schlimm. Ich meine, wenn Leute da weniger Wert drauf legen, ist das ja auch okay. Ich lege ja auch nicht vollen Wert drauf. Ich lege ja auch nur einen Teil Wert drauf. Mehr würde ich jetzt hier auch nicht machen, als wir jetzt haben. Außer die Leute wollen es unbedingt. Dann kann ich nochmal gucken, ob ich anfange zu schauen, ob wir noch irgendwelche schönen Sachen bauen können, Säulen, dass ich nochmal alles abreiße, einen riesen Palast baue oder sowas, kann ich alles überlegen, aber das kommt darauf an, ob die Leute das auch wirklich sehen wollen. So wirklich Lust habe ich da nicht drauf. Ich möchte, dass du jetzt für jeden Zuschauer noch ein kleines Häuschen baust. Ja, es ist ja schnell fertig, sind nur 3 Stück dann. Das ist halt die Realität, ne? Ich meine, gerade hat Corekeeper, glaube ich, noch ein paar Aufrufe, aber als ob das jetzt noch in Part 50 noch viele Aufrufe hätte. Ich meine, du weißt ja selbst, wie YouTube mittlerweile funktioniert. Eigentlich macht man nur noch einen Part. 20 Minuten und das reicht. Hauptsache, der Throughput ist hoch. Die Leute wollen immer neue Spiele sehen. Die wollen nicht lange ein Spiel sehen, die wollen immer jeden Tag ein neues Spiel sehen. Ja. Könnte ich natürlich machen, aber ich weiß nicht. Irgendwann vielleicht, ne, aber nicht jetzt, wo ich einfach Spiele habe, die ich halt spielen möchte. Wenn ich einfach mal an einem Punkt bin, wo ich sage, ich habe alle alten Spiele, die ich euch unbedingt zeigen möchte und die ich mit euch zusammen hier erleben möchte. Wenn wir dann Metal Gear Solid komplett durchhaben, alle Teile. Wenn wir dann irgendwann Sachen, die ich nachholen muss, wie Persona oder sowas, komplett durchhaben. Final Fantasy komplett alle Teile durchgespielt haben. Ich meine, ihr merkt schon, da ist noch einiges vor uns. Einige Jahre an Content. Wenn das irgendwann alles durch ist, ja, dann kann ich ja überlegen, dass ich das vielleicht so mache. Ja, aber auch dann wird es immer neue Spiele geben, wo ich sage, dass wir dich durchspielen. Weißt du, sowas wie Black Myth Wukong, das würde ich dann nicht anspielen. Hallo? Wie dumm wäre das denn? Ich kann natürlich sagen, spiel das nur an, lad nur ein Part auf YouTube hoch und spiel es dann alleine durch, aber das ist auch irgendwie blöd dann. Könnte ich auch Content draus machen. Bin ja keiner interessiert, weil mein Black Myth Wukong wird tatsächlich gar nicht geguckt. Das ist also fast gar nicht. Echt? Finde ich krass. Bei Elden Ring wurde bei mir geguckt, aber das jetzt irgendwie nicht. Aber ich meine, es ist ja kein Souls-like. Aber trotzdem. Viele Leute vergleichen das. Das ist nicht so affengeil. Ja, keine Ahnung. Es gucken halt wirklich nicht so viele Leute Black Myth Wukong. Keine Ahnung. Ich meine, muss halt jeder für sich wissen, ne? Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass viele Leute das einfach selber spielen wollen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso die Aufrufzahlen bei anderen Let's Playern sind. In höheren Partnummern dann. Ich glaube, Black Myth Wukong hat einfach schon so ein imposantes Intro, dass glaube ich auch viele andere Let's Player darunter leiden, dass die Leute dann nicht in Part 2 und 3 gucken. Weil die gucken nur den ersten Part und denken sich, boah, ist das ein krasses Spiel. Das will ich selber spielen. Und ich kann ja auch nur dazu raten, eigentlich ist es dumm, dass ich das sage, aber ich kann euch nur dazu raten, es selber zu spielen. Es ist gar nicht so schwer, macht euch da nicht so einen Kopf, ne? Wenn ihr durchschnittliche Gamer seid, kriegt ihr das auf jeden Fall easy hin. Da müsst ihr nicht mal gut sein oder so. Ihr müsst nur Durchschnitt sein. Durchschnitt reicht. Das ist ein Casual, würde ich nicht unbedingt sagen, aber es ist kein besonders hartes Spiel. Lasst es euch von jemandem gesagt haben, der Elden Ring und alle Dark Souls Spiele gespielt hat und so. Dark Souls und Elden Ring sind deutlich schwerer als Black Myth Wukong. Deutlich schwerer. Und selbst Dark Souls etc. ist nicht so schwer eigentlich. Man muss halt nur reinkommen, ne? Das ist immer das bei Dark Souls. Hat ein anderes Control-Setup, was. Das war, glaube ich, auch damals, glaube ich, eine Sache, bei dem viele Leute erstmal reinkommen mussten. Das Kampfsystem.
Aber wenn man das erstmal drin hat, merkt man, wie gut das eigentlich ist. Die Tastenbelegung und alles am Controller zumindest. Keine Ahnung, wie es immer aus der Tastatur ist. Kannst sie alles selber legen dann. Ich hab keine Ahnung. Ja, also ich meine, das Dark Souls Kampfsystem ist halt ein eigenes System. Was Ubisoft übrigens auch mit Origins ein bisschen geklaut hat, aber hey. Was? Wir müssen den Laden abfangen. Ja, aber du hast dann immer ein Schild und sowas, was halt mit dem linken Trigger machst du ein Schild, mit dem rechten Trigger machst du deinen Angriff mit dem Schwert. Yeah. Eigentlich ist es schon okay, Ubisoft fackelt sich eh gerade selber. Ja, Ubisoft ist am Arsch, ne? Hast du mitbekommen, die geht Aktienkurs. Nee. Mit den letzten 3 Jahren ist es minus 66% oder so. Die machen nur noch Verluste, die sind bald pleite. Die das machen halt in letzter Zeit auch nur Müll. Die machen nur Müll, ja. Star Wars Outlaws ist Müll und ich meine, ich war ja seit Odyssey, war ich ja auf dem Punkt, wo ich sage, also als ich schon Odysseys Trailer und sowas und gesehen habe, wo es in welche Richtung es geht mit der Bums-Odyssee in Griechenland, als sie es schon angekündigt haben, dass man jeden also voll viele Charaktere bumsen kann im Spiel, dachte ich mir schon, Leute, habt ihr wirklich Assassin's Creed verstanden? Dann kam Dialogauswahl und ich denke mir so, what? Alter, was macht ihr damit Assassin's Creed? Dann kamen diese mythischen Wesen, die waren schon in Origins drin, das fand ich schon das Scheiße. Und ich denke mir so, boah, Leute, ich glaube, ihr habt Assassin's Creed nicht verstanden. Und das ist hart, wenn du, also ich meine, man kann immer sagen, das ist der Entwickler, der versteht es am besten, aber ich meine, es gibt ja ein Fantum und das gibt es ja nicht umsonst und Fantum hat auch viel investiert in diese Spielereihe, viel Zeit und viel Liebe in diese Spielereihe investiert, viele Gespräche mit Fans geführt. Ne? Fantum hat ja auch eine gewisse Erwartung an eine Spielereihe oder an ein Spiel, bei einem Franchise. Und natürlich haben die da auch ein gewisses Mitspracherecht, weil ich bin der Kunde. Wenn ich es nicht kaufe, machen die kein Geld. Kunde hat immer recht. Und wenn die mir jetzt nicht das Produkt geben, was ich erwarte nach 20 Assassin's Creed Spielen und die auf einmal was komplett anderes machen, wo ich denke, das ist kein Assassin's Creed mehr, dann kaufe ich das Produkt nicht mehr. Also, und das ist jetzt, ich war sehr harter Assassin's Creed Fan. Ich war wirklich ein extrem harter Fan. Ich habe sogar Valhalla in der Gold-Edition für 100 Euro gekauft oder so. Vorbestellt. Obwohl ich es hasste. Schon vor Release. Ich hatte die Hoffnung, dass sie dieses Back to the Roots wirklich durchziehen. Sie haben es null durchgezogen. Ich habe das Spiel trotzdem zu 100% durchgespielt. Und ich habe mich bei Mirage nochmal mehr oder weniger verarschen lassen. Aber ich meine, sie sind schon so weit zurückgegangen, wie sie es konnten mit der Engine, wie sie gerade ist. Es geht halt nicht mehr so wirklich zurück. Und Mirage war schon okay, aber war auch ein bisschen billiger, aber 40 Euro. Also von daher war das jetzt nicht ganz so schlimm. Aber jetzt mit Shadows, mit dem Early Access Scheiße ab 100 Euro und eine Vollversion mit allen und kostet 120 Euro. Und dann sehe ich halt einfach, dass die einen fucking Samurai machen. Dann nehmen sie auch noch den kontroversesten Samurai, den sie nehmen könnten, weil man nicht was weiß, ob dieser Typ überhaupt ein Samurai war. Und behaupten, er war einer. Und das ist jetzt der erste reale historische Charakter. Und nur damit sie halt einen schwarzen Hauptcharakter haben, ne? Das ist halt das ist das Doofe. In dem Franchise, in dem der Hauptcharakter eigentlich immer erfunden war. Ja, richtig. Aber das haben sie nur gemacht, weil sie unbedingt diesen Schwarzen wollten. Und dann machen sie in diesem Kampfszene mit ihm, machen sie Hip-Hop-Musik. Das ist wie diese rassistischen, oder ja, es ist schon rassistisch, schon irgendwie so ein bisschen auch struktureller Rassismus, wenn so eine Gruppe von weißen Leuten mal mit einem Schwarzen im Auto sitzt und dann, ja, ich mache jetzt mal hier Hip-Hop an, nur für dich, ne? Das ist so, oh, das ist so widerlicher Rassismus. So ein widerliches Klischee-Stereotyp-Rassismus-Scheiß. Und das ist so extrem in diesem Spiel auch schon in den Previews-Zeugen im Gameplay drin gewesen. Ich saß hier in dem Livestream und dachte mir, hä, was? Was? Was ist das für eine Musik? Oh, und dann Naoi und die Superangriffe wieder, die haben wieder ihre magischen Superangriffe und sowas. Und ich denke mir, Alter, das haben die früher nicht gebraucht. Die hatten ja gut, die hatten das Luftattentat, das war schon so ein bisschen superkraftmäßig, aber das war das Einzige, was du halt hattest. Dass du aus großen Höhen runterspringen konntest mit deinen Klingen. Und das war halt, ne, das Superhelden-Ding. Ich meine, du kannst auch aus großen Höhen in Strohballen und so springen. Das ist halt immer dieses Assassin's Creed-Ding gewesen. Weil du ja auch an hohe Orte kletterst, musst du auch schnell wieder runterkommen. Das war halt eine Notwendigkeit. Und es war doch gerade noch rooted in History. Also in echter History. Es gab diesen Leap of Faith bei den Assassinen damals, um Leute einzuschüchtern. Die haben sich aber wirklich umgebracht, ne? Also die sind auf Kommando dann runtergesprungen, haben sich das Leben genommen. Damit haben die Leuten eingeschüchtert, weil sie gesagt haben, guckt unsere Krieger an, die springen sogar in ihren eigenen Tod. Also
Da hast du dann schon Angst, wenn du so eine Armee gegen dir stehen hast. So eine Assassinenarmee. Hashashin. Und damals haben sie auch die Armbrust rausgenommen. Obwohl sie die schon eingebaut hatten ins Spiel oder programmiert haben und alles, haben sie die Armbrust rausgenommen, weil es historisch keinen Sinn ergeben hat an dieser Zeitperiode, an dem Ort. Weil die da nicht existierte, also keine Belege dafür gibt, dass sie dort benutzt wurde. Deswegen haben sie die Armbrust rausgenommen. Ja. Heute ist historische Akkurat. Also das Lustige ist, sie behaupten wieder irgendwie beides. Ne? Sie behaupten einmal, es ist ja nur eine Interpretation, ist alles frei und dann, macht man das Spiel aber so historisch akkurat. Sagen sie immer wieder in ihren Videos. Auch an ihrem komischen Japan-Statement, was sie an die japanischen Spieler gerichtet haben, haben sie wieder davon gesprochen, wie historisch akkurat sie alles machen wollen. Hä? Ihr baut sogar die falschen Dächer in das Spiel ein. Das sind teilweise chinesische Dächer. Die haben einfach irgendwo Bilder gesucht nach asiatischen Gebäuden und dann haben sie einfach auch chinesische Bauten, Architektur genommen, einfach da reingepackt in Japan. Kann doch mal passieren. Da haben sie irgendwie noch so komische rituelle Tempelsachen komplett falsch dargestellt, was ein großer Disrespect ist an die japanische Kultur. Also, es hört ja nicht bei Yasuka auf. Ne? Also, es geht ja dann noch weiter, es geht ja noch tiefer, dieses Rabbit Hole. Und die Japaner sind unglücklich. Auch wie sie Ninjas darstellen. Ja. Wobei ich eine Sache gut fand. Sie hatte dunkelblaue Klamotten an. Das fand ich gut. Weil das ist am ehesten das, wie Ninja quasi in der Nacht so ein Attentat machen würde. Was aber nicht so oft vorgekommen ist in der Vergangenheit. Aber ich meine, das kann man immer noch so ein bisschen wegen Gameplay und Assassin's Creed und so. Sie ist ja nicht nur Ninja, sie ist ja auch dann Assassinen. Also musst du auch dann bedenken, dass sie natürlich ein Ninja ist, der eher Attentate begeht, was Ninjas ja in der Regel eigentlich nicht so wirklich getan haben, auch wenn es in der Popkultur halt sehr vertreten ist, haben Ninjas vor allem eins gemacht, sich verkleidet und sind untergetaucht, um Informationen zu sammeln. Es waren Spione. Ninjas waren Spione, so wie heute Spione halt Informationen sammeln. Ne? Da gehört natürlich auch schon mal eine Assassination dazu, eine Eliminierung einer Einzelperson, das gehört auch schon mal dazu. Aber das Lustige ist ja auch, sie meinen, sie müssten zwei Charaktere nehmen, weil sie wollen ja beides zeigen. Sie wollen die Samurai zeigen, was erstmal gar keinen Sinn macht in Assassin's Creed, weil warum will ich einen Kämpfer zeigen, wenn ich über Assassinen rede, die aus dem Schatten heraus operieren und heimlich Meuchelmorden? Das ist erstmal das erste Problem. Und dann sagen sie, ja, aber dafür braucht man zwei Charaktere, einen Samurai, einen Ninja. Hä? Samurais konnten Ninja sein. Ninja ist ein Beruf, Samurai ist ein Stand. Es gab viele Samurai, die Ninja waren. Ja, aber da ist das Problem, da hätten ja jemanden anheuern müssen, der Ahnung von sowas gehabt hätte. Ja. Und das sind so die Dinge, wo ich einfach sage, ja, so ein Disrespect, ihr habt euch überhaupt nicht mit der Zeit auseinandergesetzt. Ich wusste das vorher auch alles nicht. Ich habe viele japanische Content Creator geguckt, die über Japan jetzt gesprochen haben. Es gibt auch einen deutschsprachigen. Wie hieß der nochmal? Fällt mir gerade nicht ein, aber ihr findet das bestimmt auf YouTube. Der auch das alles sehr gut aufarbeitet, auch die historischen Quellen zu Yasuke und so Sachen. Was ich cool gefunden hätte, dass Yasuke gar kein spielbarer Charakter ist, sondern dass er quasi den Assassinenorden wieder aufbaut dort und dass er dann Mentor wird von Naoi. Das wäre halt cool gewesen. Das wäre eine coole Story-Setting gewesen. So, ich meine, ja. So ein bisschen wie bei Mirage, da hast du ja auch einen Mentor. Ja. Aber naja. Was soll man machen? So ist Ubisoft. Und Ubisoft wird dafür abgestraft. Star Wars Outlaws, nicht nur, dass das Spiel deutlich hässlicher ist und dass der Hauptcharakter irgendwie mit der Zeit immer hässlicher geworden ist. Und das ist ein kleineres Problem. Das größere Problem ist, dass das Spiel auch immer hässlicher geworden ist. Von der Erstankündigung bis zum Release ist das Spiel immer hässlicher geworden. Sie haben immer mehr Downgrades durchgeführt, bis das Spiel nicht mehr so toll aussieht. Dann, das Gameplay ist halt grauenvoll. Also du kannst nicht was Verbrechen begehen im Spiel, was Star Wars Outlaws heißt. Du schmeißt Bomben auf Zivilisten und die explodieren und passiert einfach gar nichts. Die schrecken nicht zurück, die sitzen einfach da, stehen einfach weiter und machen gar nichts. Die einzigen, die bestehen kannst, sind Polizisten quasi in dem Spiel. Das sind die einzigen, die bestehen kannst als Outlaw. Ich meine, ja, keine Ahnung. Und dann die ganze Geschichte mit dem im Wasser und mit dem Klettern und mit dem Fallen und da ist so viele Sachen, gibt so viele Videos auf YouTube, wie schlecht dieses Spiel ist. Also, ich weiß nicht, was Ubisoft sich dabei denkt. Wie gesagt, das ist
Und da fangen wir nicht was mit Ideologie und sowas an, die sie ja auch immer in ihre Spiele pushen. Ne? Also, das ist auch mal so ein Ding, was viele Leute nicht verstehen. Also, das Problem bei woken Spielen ist nicht die Ideologie unbedingt, sondern eigentlich, dass es immer ein Indikator dafür ist, dass das Spiel meistens scheiße ist. In der Vergangenheit war das immer so. Also nicht immer, aber immer öfter. Wenn ein Spiel woke ist, in Anführungszeichen, kann das trotzdem erfolgreich sein, wenn es ein gutes Spiel ist, weil das interessiert die Leute dann nicht mehr, ob das woke ist. Wenn es ein geiles Spiel ist und Spaß macht, ist das den Leuten ziemlich egal. Spielspaß ist das Wichtigste bei Videospielen und das setzt sich immer durch. Aber, und das habe ich halt auch von vielen auch gehört, Star Wars Outlaws macht halt auch keinen Spaß. Also, ist kein gutes Spiel. Es hat seine positiven Seiten, aber es hat viel mehr negative Seiten. Das ist halt so ein Ding, Ubisoft verkackt halt in letzter Zeit so viel und dann wundern sie sich am Ende, warum niemand ihre Spiele kauft. Ja. Ich wünsche mir so sehr wieder ein Assassin's Creed, was ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln geht. Einfach wieder ein bisschen mehr, das ist, worin ich mich damals verliebt habe. Aber ich muss halt einfach anerkennen, und das ist genau das, worauf ich gerade eben hinaus wollte, ich muss anerkennen, ich bin halt nicht mehr die Zielgruppe für Ubisoft. Ubisoft sieht mich nicht mehr als Zielgruppe für Assassin's Creed an. Sie haben ihre Zielgruppe geändert. Und ja, Assassin's Creed Shadows ist das allererste Assassin's Creed, was ich nicht vorbestelle und auch nicht kaufen werde. Den Boykott ziehe ich jetzt durch. Und ich werde auch alle anderen Leute, die ich kenne, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, die Assassin's Creed spielen, versuchen zu überzeugen, das Spiel nicht zu kaufen. Es einfach mal sein zu lassen. Einfach mal gucken, was passiert. Und ich habe gehört, Gerüchte gibt es, das ist eine Kette, glaube ich, in Amerika, die 900 Läden hat. Und über ihre gesamten 900 Läden haben die 800 Vorbestellungen für das Spiel. Weniger als eine Vorbestellung pro Laden. So viel? Und sie wollen ja auch nicht angeben bei ihren Investorentreffen, wie viele Vorbestellungen es gibt. Nicht mal, ob es besser läuft als Assassin's Creed Valhalla. Nicht mal, ja, ein Vergleich. 800. Und man kann natürlich jetzt sagen, die meisten Spiele werden über digital verkauft, aber die Retail-Sales und sowas und die Vorbestellungen in Läden und etc., das gibt schon einen gewissen Hinweis darauf, wie sich das auch digital verkauft. Weil die beiden, wenn sich digital nicht verkauft, verkauft sich auch im Laden nicht. Wenn sich im Laden nicht verkauft, verkauft sich auch digital nicht. Wenn sich im Laden gut verkauft, verkauft sich womöglich auch digital sehr gut. Also, das ist halt trotzdem ein Indikator. Und ich glaube, dass Shadows ein richtig großer Flop wird. Jo, kann gut sein. Weil Ubisoft das einfach übertrieben hat. Ich meine, die ganz glasklaren Rassisten kaufen sich bei Yasuke. Die Sexisten kaufen sich wegen Naoe. So, und dann die Leute, die japanische Kultur wirklich lieben, die kaufen sich, weil wo ist die japanische Kultur? Was habt ihr mit der japanischen Kultur gemacht? Ich erkenne sie nicht wieder. So, und dann bleiben halt noch Assassin's Creed Fans, aber da gibt's halt auch nicht so viele, glaube ich. Weil Valhalla wurde gekauft, weil, yeah, Vikings! Da war ja die Vikings-Serie mega gehypt. Also, klar kaufen Leute Valhalla, wo du dann Wikinger-Fantasy spielen kannst. Dann ist doch klar. Ich glaube, die Leute warten eher auf Ghost of Tsushima 2. Darauf warten die Leute. Der Geist der Tsushima. Ja. Es ist der Part eine Stunde lang, weil ich noch gequatscht habe, eine halbe Stunde am Ende. Habt ihr noch einfach einen kostenlosen Podcast mit oben drauf bekommen? Zu meiner Meinung zu Assassin's Creed Shadows. Gesagt, nicht falsch verstehen und so. Yasuke ist für mich prinzipiell kein Problem. Ich finde sogar Yasuke besser in einer noch besseren, noch höheren Position. Ein Problem ist, dass er ein Samurai ist, was nachweislich nicht, also nicht, was nicht nachgewiesen werden kann. Und B, dass er ein Samurai ist, weil ich möchte kein Samurai spielen. Es gibt zwei Gründe, warum es ein Problem für mich ist, dass er Samurai ist. Weil auch so, wie sie ihn halt dargestellt haben, der schnetzelt sich halt einfach überall nur durch. Ja, das smasht ja alle tot. Also der haut da mit seinem Hammer knüppelnd auf die Leute drauf und zerschmettert die. Also hat mich gewundert, dass es nicht wie bei Sniper Elite da so noch Animationen gibt, wie die Knochen im Körper brechen und sowas. Und ich fand das schon bei Assassin's Creed 3 schon hart mit der Gewalt. Ich finde es auch bei Assassin's Creed Syndicate derzeit immer schon ein bisschen hart mit der Gewalt. Sie sind schon sehr in diese Gore-Gewalt-Richtung gegangen. Gore-Gewalt. Muss halt für mich nicht sein bei einem Assassin's Creed. Es darf ruhig cool sein, es darf auch deftig sein, aber es muss jetzt nicht unbedingt extrem gewaltvoll sein.
Eigentlich ist das Kampf ja auch das, was du umgehen möchtest. Assassin's Creed ist ja eigentlich so, wenn du in einen offenen Kampf kommst, hast du gefailed. Du hast versagt. Der offene Kampf ist eine Bestrafung, weil du versagt hast. Du hast nicht Stealth gespielt, du bist nicht unsichtbar an dein Ziel gekommen. Also hast du verkackt. Also wirst du bestraft durch den Kampf. Deswegen waren die Kampfsysteme auch meistens, also Assassin's Creed 1 zum Beispiel ist sehr klobrig. Später wurde es dann einfach gestreamlined, dadurch konntest du halt irgendwann auch einfach alles durch Kämpfen lösen, was ein bisschen blöd war. Man hätte Kämpfen wieder, wie bei Mirage zum Beispiel, mehr eine Bestrafung machen sollen. Kämpfen ist nicht der Stand. Die Gegner so stark machen, dass du zwar gegen sie kämpfen kannst, aber nicht willst. Ja, genau. Genau so muss es sein. Oder dass eben immer neue Wachen dazukommen und sowas, dass du dann flüchten musst. Dass du halt nicht sagen kannst, ich stehe jetzt hier, kämpfe das Lager leer und dann kommen keine neuen Wachen, sondern die kommen immer halt neue. So, du kannst das nicht gewinnen. Du musst fliehen, du musst nochmal in die Schatten zurück und musst dann neue versuchen. Wäre auch eine Möglichkeit. Gibt viele Möglichkeiten, die Formel von Assassin's Creed durchzuziehen, aber keiner davon will Ubisoft. Ubisoft will einen Samurai einbauen, der dann einfach alles Smash macht. Quasi wie Hulk ist. Einfach alles zerhaut. Tja, keine Ahnung. Und dann wundern sie sich, dass die alten Assassin's Creed-Fans keinen Bock auf das Spiel haben. Wer kennt das nicht, wie akkuraten Samurais hier mitten in der Stadt erstmal alles niederschnetzeln. Ja, die auch in ihrer vollen Kampfrüstung, ihrer vollen Kriegsrüstung durch die Stadt laufen. Ja. Klar. Total. Aber das kann man in gewisser Weise verzeihen, weil es halt ein Videospiel. Da sieht man eine Rüstung irgendwie. Aber trotzdem ist es mit den ganzen anderen Sachen kombiniert, ergibt es halt ein komisches Bild. Also. Es ist die Summe der komischen Sachen, ne? Yasuka, Samurai können wir vielleicht noch verzeihen. Aber ein Samurai spielen, Dann kommt noch die ganze japanische Kultursachen dazu, dann kommt das mit der Rüstung dazu, dann kommt dies dazu, dann kommt die Hip-Hop-Musik dazu. Und wenn du das alles zusammennimmst, dann siehst du das Spiel und denkst so, boah, ich weiß ja nicht, Brudi, ich glaube, ich muss los. Ich weiß nicht, was sie hier gemacht hat, aber... Ist das ein Praktikantenprojekt oder kann das weg? Mein Trauriges ist halt einfach, dass ich halt Assassin's Creed sehr geliebt habe und ich habe ein bisschen Angst, wo die Marke dann hingeht, wenn Ubisoft pleite ist. Ich meine, man kann vielleicht sagen, es kann nicht schlimmer werden, aber wenn Microsoft das kaufen würde, könnte es schon noch schlimmer werden. Also. Pff. Oder wenn die Chinesen es kaufen, eine Gacha-Game draus machen, ne, ich weiß nicht. Ja, let's go. Ja, aber naja, keine Ahnung. Also, ich würde schon gerne wollen, dass Ubisoft sich einfach mal wieder besinnt zu seinen Qualitäten und einfach mal wieder erkennt, wofür die Assassin's Creed-Marke irgendwie steht und was die Identität ist, weil irgendwie wirkt auch das Spiel auf mich identitätslos. Es wirkt so, als hätte es seine Identität verloren. Es wird so quasi, als wäre es so ein Boot, dessen Motor kaputt gegangen ist, was einfach über das Meer treibt jetzt, wo man nicht weiß, ja, keine Ahnung, bin ich jetzt noch ein Boot oder bin ich jetzt ein Floß oder. Keine Ahnung, was ich bin. Ich treibe jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum. Und dann jetzt mittlerweile mit Shadows, das hatte ich schon das erste Loch im Boot. Also langsam sollte Ubisoft sich mal überlegen, vielleicht den Motor zu reparieren, das Loch zu stopfen und mal wieder Vollgas zu geben in die richtige Richtung. Weil das Boot droht zu kentern, ne? Also. Schöne Analogie, ne? Aber hey, es ist halt nochmal so. Es ist traurig leider. Das Boot geht unter und sie paddeln Richtung offenes Meer. Ja. Leider ja. Vollgas voraus, ey. Wasser in sich, da wollen wir hin. Ey, und dann auch noch dieses ganze Skull and Bones Ding, ne? Und das Skull and Bones einfach mit Black Flag, ach, vergleichst, ja. Ey. Wenn du das einfach vergleichst mit Black Flag. Und Leute wollten nichts anderes als ein Black Flag. Das war das, was Leute wollten. Und das haben die damals, als der erste Trailer und sowas kam, vor 6, 7 Jahren. Oder als das erste Gameplay und Trailer und so Sachen kamen, haben die Leute schon damals zu Ubisoft gesagt, ey Leute, das ist scheiße, was ihr da macht. Wir wollen einfach einen Black Flag. Ja. Dann hat Ubisoft, okay, wir haben das Feedback wahrgenommen, wir werden nochmal alles überarbeiten. Dann kommt das Spiel raus, genauso wie es damals angekündigt wurde quasi. Genauso scheiße, genauso... ich will einen Black Flag. Gebt mir einen Black Flag. Das habe ich schon komplett verdrängt gehabt, ey, dass das überhaupt existiert hat. Und dann gibt's rausgekommen. Ja, ja. Und dann gibt's halt so Vergleichsvideos auf YouTube, wo du Black Flag vs. Skull and Bones siehst und denkst dir, ja, ist Black Flag hätte ich gewollt. Remastered in geiler Grafik und mit Multiplayer-Elementen und
und überhaupt, und ja, das wäre halt geil gewesen. Aber so wie es halt jetzt ist, ist es halt einfach meiner Meinung nach Müll. Es gibt Leute, die spielen es. Die sind jetzt auch in der Season 4 oder so. Es gibt halt immer noch Leute, die spielen. Oh. Sollen sie mal machen. Hey, Seasons. Ja, das finde ich immer. Ja. Dieses Game as a Service, Season-Zeug. Das kann ich halt nur begrenzt mitmachen. Das Problem ist halt einfach, dass die Bindung dann so hoch ist für mich bei so einem Spiel. Das war ja, schon, das kostet halt super viel Zeit. Ja, das war schon bei Sea of Thieves so, dass mit ihrem Season-Modell. Ich fand, das war einerseits cool, weil sie immer neuen Content haben, aber andererseits hast du auch diesen Druck, dass du diese Season spielen musst und dass du die ganzen Belohnungen haben möchtest und so. Und du fühlst dich halt so gebunden an dieses Spiel und das ist so unnötig eigentlich. Ich könnte in der gleichen Zeit, in der ich damals Sea of Thieves gespielt habe, hätte ich irgendwie 20 andere Spiele spielen können. Und hätte vermutlich mehr Spaß gehabt insgesamt darüber. Also, das fand ich bei Deep Rock Galactic auch schade immer, weil die haben ja mittlerweile auch Seasons. Und du brauchst halt ewig lange, wenn du dann eine Season voll bekommen möchtest, wo ich mir halt denke, so, ja gut, ich könnte in der Zeit aber auch gefühlt sehr viele andere Sachen machen. Ja, könntest einfach ein neues Spiel anfangen, neue Runde Factorio, Satisfactory, Corekeeper, könntest Dave the Diver spielen, Stardew Valley, könntest Dark Souls spielen, könntest auch ein anderes Souls-like spielen, könntest alles Mögliche spielen. Ich meine, die Welt steht dir offen und das Problem auch ein bisschen an Seasons ist, dass es auch immer ein bisschen mit FOMO spielt, ne? Weil wenn die Season vorbei ist, kommst du nicht mehr an die Sachen ran. Oh, hast wohl verpasst. Kriegst nie wieder. Ja. Be of Missing Out halt für die Leute, die nicht wissen, was FOMO bedeutet. Und das ist halt, ja. Ich habe erst verstanden, Sea of Missing Out, aber ich weiß nicht, was du gesagt hast. Be of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen quasi. Ja. Etwas nicht mitzubekommen quasi. Und ja, damit spielen die halt sehr viel. Auch dieses Season-Konzept ist darauf ausgelegt quasi. Ja. Ja. Da finde ich sowas wie Corekeeper schon schöner, auch wenn ich jetzt sage, in den letzten 2 Jahren hat sich nicht so viel getan tatsächlich. Ich habe hier keine FOMO und nix. Also ich werde das Spiel jetzt vielleicht wieder ein halbes Jahr pausieren, nicht mehr spielen, gucken, wie es aussieht danach. Und dann spiele ich das bestimmt auch mal wieder irgendwann. Vielleicht auch einfach mal ohne Stream und ohne Aufnahme oder so. Mal gucken. Oder auch wie Gothic Factor. Ja. Einfach Updates, Spielinhalte, kann ich mir immer einteilen, wann immer ich das spielen möchte. Es gibt keinen Grund, irgendwie Angst zu haben, dass irgendwas nicht mehr da ist später. Ich habe das Spiel bezahlt und kann jetzt einfach immer die Updates genießen. Das ist ja auch manchmal, bei manchen Seasons und sowas gibt es halt auch exklusiven Content und so, den du dann nie wieder spielen kannst. Also. Aber meistens, und das muss man ehrlich sagen, bei den meisten Games as a Service ist dieser exklusive Content auch nicht besonders gut. Also, es ist eher die FOMO, die einen dazu treibt, das dann doch zu spielen. Das ist halt meistens voll kurzer Content. Ja. Aber, und das muss man halt auch mal sagen, Gamergate 2.0 hat ja jetzt Früchte geschlagen, ne? Mit Concord. Das war ja der Speedrun von Sony, das schnellste Einstellen eines Spiels ever, nach 8 Tagen. Nach 2 Wochen fahren die Server runter nach Release. Alle kriegen ihr Geld zurück. Weil die Spieler halt gestreikt haben und gesagt haben, nein, nein, so weit und nicht weiter. Ich hoffe, dass es in der Zukunft noch ein bisschen weitergeht, dass es auch mit Shadows passieren wird und dass es auch mit anderen Schrottspielen passieren wird. Ich meine, bei Concord lag es auch an vielen Dingen, aber auch an diesen unglaublich hässlichen Charakterdesigns. Es tut mir einfach leid. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Fällt mir gerade was Lustiges zu ein. Du hast ja den Minecraft-Film, den Trailer dazu gesehen, ne? Ich habe mal ein Bild gesehen, hat jemand einen Concord-Charakter da reingefotoshoppt und hat dazu geschrieben, so, ich wette, euch ist nicht aufgefallen, dass da ein Concord-Charakter drinsteckt, weil die Charakter alle so hässlich aussehen. Ich meine, will ich unbedingt, dass Charaktere in Videospielen aussehen wie echte Charaktere im echten Leben? Nein. Nö. Weil es ist eine Fantasy, es ist für mich ein Eskapismus. Ich möchte ja nicht mit der Realität quasi konfrontiert werden. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man hässliche Charaktere gibt, ist auch okay, kann man machen. Aber ich finde das halt krass, dass einfach Concord dann einfach. Ich meine, es ist natürlich immer schön, dass es immer im Auge des Betrachters, aber die Charaktere waren halt alle irgendwie nicht, also in meinen Augen nicht schön. Keine einzige davon. Das ist ja aber eine ganz hohe Dichte von nicht schönen Menschen. Aber ich kenne jetzt nicht alle, aber die ich kenne, die waren nicht schön. Mhm. Na gut, ich glaube, ich kenne auch nicht alle, aber. Ich habe so ein Übersichtsbild von irgendwie mehreren Charakteren gesehen, der war keiner hübsch. Ja. Also.
Nicht was ansatzweise, meiner Meinung nach. Nee. Ich weiß halt auch nie, was sich Entwickler da irgendwie verstehen. Ich meine, Overwatch hat auch ein paar Charaktere, die nicht so hübsch sind, aber die haben auch Charaktere, die hübsch sind. Das ist ein Mix halt, das ist okay. Kann man machen. Ja. Aber das ist ja genau der Punkt. Diversität wäre ja dann eigentlich beides zu haben. Weißt du? Und nicht nur das eine. Aber irgendwie wirkt Diversität mittlerweile so auf mich, als würde es einfach heißen, keine Weißen, keine Männer und nicht hübsch. Das heißt Diversität. Das sind die drei Kriterien für diverse Spiele. Keine Weißen, keine Männer und nicht hübsche Menschen. Das ist nicht divers. Das ist ausschließend und ausgrenzend und grenzt halt einfach viele mögliche Stereotype oder Phänotype damit aus. Also... Und es kann einfach alles geben. Ich meine, es kommt aufs Spiel auch an. Aber bei manchen Spielen gibt es halt keinen Sinn. Ein Spiel über den Zweiten Weltkrieg macht jetzt nicht Sinn, dass da eine Dichte von 50% Schwarzen drin ist. Auf der deutschen Seite zum Beispiel. Es macht nicht viel Sinn. Was? Es macht nicht viel Sinn. In gewissen Sachen, historische Settings, immer schwierig, da irgendwie Diversität reinzuquetschen. Schwierig. Wenn du, zumindest wenn du irgendwie authentisches Gefühl erzeugen möchtest, wird es halt schwierig. Das halte ich für Gerüchte. Du könntest aber könntest halt Wolfenstein sowas machen, ne? Das geht. Wolfenstein ist ja ein Fantasie-Nazi-Reich, was ja dann quasi nie untergegangen ist und dann technisch extrem fortentwickelt ist und alles und auch Amerika eingenommen hat und so. Ja. Da können wir das machen, da können wir vieles machen. Aber das ist halt dann wieder dieses Fantasy-Setting, das ist ja okay, kann man machen. Ist alles möglich. Tja. Anders ist es dann wieder bei Fantasy-Sachen, wo ich das lustig finde, hier bei Rings of Power zum Beispiel und allgemein Tolkien und so, die etablierte Lore zu ändern und dann da Diversität reinzuforsten, finde ich auch nicht in Ordnung. Weil es ist irgendwie respektlos dem Autor gegenüber, der dieses Werk geschaffen hat. Andererseits kann ich natürlich auch verstehen, dass es im Theater auch durchaus mal gemacht wird, dass man einfach Race-Swapping und sowas macht oder Skin-Color-Swapping. Ich finde das Race-Wort eher ein bisschen komisch. Das ist halt nur Hautfarbe. Das ist halt ein eigentlich typisch weiß besetzter Charakter auf einmal von einem Schwarzen gespielt wird und sowas. Sowas gibt es halt durchaus, auch im Theater. Ist eigentlich eine Tradition. In der Theaterkunst. Prinzipiell bin ich ihm also nicht generell abgeneigt gegenüber, aber es wirkt bei Rings of Power zum Beispiel echt. Es wirkt nicht so, als hätten diese Charaktere, als hätten die diese Rolle bekommen, weil sie besonders gut schauspielen können. Das ist ein Problem, weil diese Charakterbesetzung im Theater passiert halt auch, weil du halt einen sehr guten schwarzen Schauspieler hast, der perfekt für diese Rolle einfach geeignet ist, weil er einfach das Gravitas dieser Rolle einfach tragen kann, weil er einfach ein besonders guter Schauspieler ist, der genau für diese Rolle gemacht ist. Und dann nimmt man halt auch einen schwarzen Charakter dann, das ist ja wurscht. Da kannst du ja dann gut schauspielern. So. Aber bei vielen Sachen aus Hollywood habe ich nicht das Gefühl, dass das deswegen gemacht wird, sondern eher nur wegen der Hautfarbe. Und das ist halt dann irgendwie schade. Weil, ne, machst du den Film dadurch ja nicht besser, ne? Schauspielkunst bleibt Schauspielkunst. Wenn die Person nicht schauspielern kann, ist mir die Hautfarbe auch egal. Wenn ich das angucke und nicht abtauchen kann in diese Fantasy-Welt und in den Eskapismus, dann bringt mir das am Ende auch nichts. Dann ist das ein Produkt, was für mich nicht tauglich ist. Weil ich brauche ein Produkt, wo ich einfach gebannt vom Fernseher sitze oder vom Monitor sitze. Was ich jetzt zum Beispiel bei The Casting of Frank Stone hier von den Dead by Daylight, dieses von den Until Dawn-Machern, da habe ich mir ein Let's Play angeguckt, das hat die ganzen 7-8 Stunden gespannt vor dem Monitor. Ich habe mir das mit voller Aufmerksamkeit angeguckt, weil ich das echt gut gemacht fand. Das war richtig gut, die Charaktere waren glaubwürdig gestaltet und es waren unglaublich viele Möglichkeiten an Entscheidungen, die du dann hattest, wo du extrem viele verschiedene Enden haben konntest. Die alle natürlich zum Gleichen führen, weil Dead by Daylight, Entität, bla bla. Will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber ja. Aber es gibt halt guten Content da draußen und dann präferiere ich lieber den, weil ich meine, ich bin halt auch schon, ich bin nicht mehr der Jüngste und ich muss halt auch gucken, wo ich meine Zeit investiere dann, ne? Kann ich nicht immer für Müll raushauen, die Zeit. So, aber 1 Stunde 15 Minuten, ihr habt jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde Podcast von mir gehabt. Wir sehen uns wieder im nächsten Let's Play vermutlich oder noch in weiteren Corekeeper Parts, falls ihr in den Kommentaren ausrastet und sagt, Potato Pet, mach bitte Corekeeper. Dann sehen wir uns da auch vielleicht wieder. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Zersicherung und Potato Pet verabschieden sich. Bis dann. Ciao. Tschüss.